Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die Alpha 15 Experimental in der Version B88. Ihr habt ja gerade schon, beziehungsweise ich habe ja gerade schon die Dingenskirchen aufgenommen, hier die Patch Notes. Und ja, wir starten nochmal neu. Es ist ja, wie ich auch schon in Patch Notes sagte, empfohlen, mit jedem Update neu zu starten, weil es eben halt auch diverse Änderungen gegeben hat. Jetzt zum Beispiel im Ore-System, also im Erze-System, das ist jetzt anders verteilt worden. Wie gesagt, das steht ja auch alles, oder habe ich ja auch alles in den Patch Notes gerade erwähnt. Und ja, das war eigentlich dann klar, dass man nochmal neu starten muss. Das sollte passen. So, wir fangen wieder an. Von vorne. Ist natürlich schade. Wir hatten eigentlich einen sehr guten Start in der letzten Runde, weil, naja, also wir haben ja schöne Rezepte gefunden, gute Rezepte gefunden. So, ich muss jetzt erstmal hier nach oben. Gather Wood, Small Stone und Craft Stone Axe. Ja, das machen wir. Wir haben hier auf jeden Fall schon mal Kakteen. Ergo müssen wir hier in der Nähe einer Wüste sein oder einer Steppe. So. Das ist ein fetter Berg hier, du meine Fresse. Das, da kommt ja natürlich. Oh, hier ein Hirschi. Kommt ja dann halt Distant Terrain wieder schön zur Geltung. Und Sonnen. Oh, das sieht ja schön aus. Ja, das sieht schön aus. Aber nur hoffen, dass wir jetzt hier nicht gleich den Zombies in die Arme latschen. Also mein Ziel ist es natürlich hier in der Experimental jetzt auch nicht Großes aufzubauen. Es geht einfach mal darum, ein bisschen so zu spielen, ein bisschen die Zeit zu verkürzen zu Alpha 15, weil ich vermute mal, dass tatsächlich noch ein, zwei Updates kommen werden für die Experimental und ja, und da macht es natürlich wenig Sinn. Wir werden auf jeden Fall nochmal neu starten müssen. Deswegen gibt es auch momentan kein Let's Play Together, zumindest nicht von der Alpha 15, weil es macht ja keinen Sinn, wenn wir hier alle paar Tage wieder neu starten müssen, wenn man sich dann zusammen was aufgebaut hat. Oh, toll, jetzt kriege ich noch Eisen dazu, mal gucken. Ich glaube, ich sammle doch lieber mal normalen Stein ein, das ist... Dann läuft noch eine Sau. Brauchen wir uns hier nochmal ein bisschen Holz. So, reicht das schon? Ich habe jetzt zwei Steine. Ich glaube, man braucht drei Steine. Ein paar Federn, sehr gut. Das reicht schon mal für die ersten paar Dingenskirchen. Pfeile. Oh, hat dir wehgetan, Schweinchen. Ich tue dir jetzt auch mal nichts. Oh, dann haben wir gleich ein Haus. Aber das ist ein verbranntes Haus. Das möchte ich eigentlich nicht so. Das, da habe ich schon meine Erfahrung mit. Sind so wenig Steine hier. Da haben wir noch ein Steinchen. Stein, Recipe. Stone Axe. Was fehlt denn da noch? Was? Ich brauche noch einen Stein mehr. Tada. Ach, hallo. Du kleiner Creature. Ich lasse dich mal in Ruhe. Ich habe eh im Moment. Noch ein Creature. Wollt ihr alle? Da läuft ein Hähnchen. Da läuft auch noch einer. Guck mal, hier haben wir zum Beispiel Kohle. Das heißt, wir werden hier in einem Biom sein, wo es hauptsächlich nachher Kohle zu finden gibt. Hauptsächlich nachher in Richtung Bedrock. Und ich wurde schon wieder erspäht. Ich muss mich mal hier ein bisschen verpieseln. Was? Was haben die für einen Zahn drauf, die Kriecher? Gibt's ja gar nicht. So, und noch Federn. Ich verpiesel mich mal ganz vornehm. Ich brauche gleich erstmal eine Steinaxt. Ich finde das cool. Ich finde das echt cool, dass man jetzt hier wieder mal vernünftige Hügel hat. Das finde ich schon echt. Finde ich schön, sag ich mal. Vor allem ist es abwechslungsreich und es. Weiß nicht, das gibt einem ja auch wieder andere Möglichkeiten zu bauen. Das finde ich schon geil. So, favorisieren. Und dann können wir gleich noch ein bisschen mehr Holz abbauen, beziehungsweise ein bisschen mehr Metall und. Was?
Achso, ich habe mich gerade erschrocken über den Ton. Also, noch ein paar Steine gleich einsammeln. Craft Plant Fiber Pants. Das können wir machen. Oh, da läuft ein Hühnchen. Oh, ich mache den erstmal platt hier. Die letzten 100 schaffe ich auch noch. Ist das Hühnchen immer noch da oben? Das Hühnchen ist immer noch da oben, ne? Ja, mir geht das nicht um das Fleisch. Ich meine auch, aber mir geht das eigentlich hauptsächlich um das Viech als solches. Mark. Oh, da oben, okay. Ne, mir geht das hauptsächlich um die Federn. Also ich möchte die Federn haben. War da gerade, habe ich da eben noch ein Hühnchen gerade gehört? Gibt das kein Fleisch mehr? Doch, einmal Fleisch. Schmeiße ich auch mal. Ich schmeiße es weg. Ich weiß, ich werde jetzt wieder Shitstorms auslösen, aber ich rieche momentan wie Wein. Rollbraten, hat man mir gesagt, ne? Das heißt jetzt Rollbraten. ja. So, ich gehe mal gucken. Kuchen gehe ich mal, weil ich brauche natürlich erstmal ein kleines Zuhause. Ja, und wie gesagt, man wird jetzt wohl an der Oberfläche erkennen, an diesem kleinen Häufchen, was das Prädominant, wie das so schön... So. Oh, sieht das geil aus. Ey, ich meine jetzt mal ernst, das sieht wirklich geil aus, oder? Ich? Ach, doof. Ey, ich meine, geil sieht das aus, da kann man nichts zu sagen. Das sieht wirklich richtig gut aus. Also ich, das ist ein Terrain, das hat wirklich was, muss man sagen. So, ich hatte hier noch Müllhaufen gesehen, da gucken wir auch noch mal rein. Da haben wir ein bisschen Mething. Nee, und was ich sagen wollte, man kann jetzt anhand dieser Häufchen halt sehen, was das dominante Erz in diesem Biom ist. Finde ich auch recht interessant. Guck mal, da haben wir nämlich unten, das müssen wir mal uns gleich mal näher angucken, weil das ist nämlich auch... Das haben sie auch geändert. Vielleicht sieht man das schon auf der Karte. Das ist also hellbraun. Ich habe jetzt fälschlicherweise... Ist das eine Höhle hier? Da können wir auch mal gucken gehen. Fälschlicherweise habe ich, glaube ich, in den Patchnote-Videos ein etwas dunkleres Braun gezeigt und behauptet, da wird man dann wahrscheinlich die Erze finden. Ich weiß es nicht. Also es soll normalerweise so sein, dass man bei einem hellen Braun dort halt die Erze findet. Also wenn wir hier in einem Biom sind, wo es hauptsächlich Kohle gibt, dann werden wir da unten in diesem hellen Braun werden wir dann eben hauptsächlich Kohle finden. Und Eisen finden wir ja sowieso generell in jedem Biom und überall. Da ist auch noch ein Hühnchen. Komm her, du. Bock. Ich brauche Federn. So. Jetzt habe ich das Fleisch ja trotzdem wieder mit. Wo ist denn jetzt meine Markierung da? Ach so, ja, okay, das war ja die, stimmt, das war die Dingenskirchen. Die Höhle, die Pseudo-Höhle. Aber ich wollte eigentlich hier mal runter und dann ist auch ein Haus, sehe ich gerade. Das müsste, ist das Gravel? Mal kurz gucken. Könnte Gravel, nee, das ist glaube ich kein Gravel, aber hier... Rechts von uns soll er sein. Ich wollte mir das mal farblich mal angucken, damit man so ein Gefühl dafür kriegt. Na toll, doch glatt dran vorbeigelatscht. So, da laufen wir jetzt direkt drauf zu. Ah ja, hier vorne, ne? Das dürfte einfach nur Lehm sein. Ist das Lehm? Das ist Lehm. Ja, ist Lehm, alles klar. Ba-b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 a
Natürlich ein schönes Haus. Hoffentlich ist das auch wieder ein Forging-Haus. Aber ich brauche dafür erstmal Pfeil und Bogen. Pfeil und Bogen, ein paar Arrows brauche ich natürlich auch. Steine habe ich 35. Hab richtig viele Federn. Na ja, gut, es kommt natürlich von den Hühnern. Und da haben wir auch gleich noch ein paar. Wieder 22 Federn. Oh, das sieht schon mal nicht verkehrt aus. Ach so, okay. Wir brauchen natürlich auch noch ein paar. Äxte, würde ich sagen. Oh, wollte schon sagen. Ich dachte, der wäre so tierisch nah dran. Dann ist auch noch einer. Ich brauche erstmal. Ich konnte gerade keine. Ah, da ist auch noch eine. Wo ist denn? Wo ist denn? Ach, das dauert noch einen Augenblick. Ich brauche auf jeden Fall gleich noch ein paar Äxte. Alter, Finn, jetzt kommen sie aber auch alle. Was brauchte ich denn? Was fehlt mir denn? Steine habe ich. Ach ja, natürlich, klar, habe ich keine Steine mehr. Ist ja logisch. Ihr seht mich nicht. Ihr seht, na, ihr seht mich schon, aber. Ich muss weg. Oh, da oben sind viele Steine. Schick. Dann nehmen wir die doch mal. Bup, 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 bup. Ich brauche ein paar Steine. Nennt ihr mir irgendwas? Ne. Ach, war ja wieder klar. Aber es sollte vielleicht drei. Warte mal, ich schmeiß mal das Fleisch weg. Weil gerade mit so vielen Zombies. Achso, warte mal, die kann man scrappen. Scrappen. Die kann man scrappen. Hat man mir gesagt. Scrap, zack. Und dann kriegen wir drei Steine wieder. Sehr schön. Gerade für den Anfang ist das wichtig. So, eine Steinaxt bauen wir uns natürlich wieder. Raw Meat. Sieht schon ein bisschen komisch aus. Schon halb verfault. So. Wir brauchen Steine. Hoffentlich ist das wieder so ein Haus mit Forge. Das wäre genial. So, ich brauche natürlich mehr Federn. Was wollte ich jetzt überhaupt machen? Ich wollte Metall. Das werde ich mal umscrammen. Dann kann ich mir nämlich gleich noch ein Dingenskirchen bauen. Hier so ein Knüppel. Und, achso, hier. Zack. Pfeil und Bogen. Dann können wir uns eigentlich noch ein paar. Auf jeden Fall dann noch ein paar Steine. Wo er mich überall immer findet. Was? Da ist ein Kriecher. Ich glaube, das war ein Kriecher. Da ist Müll und. Ah, können wir hier mal reinluschern. Vielleicht finden wir was Tolles. Boah, nehmen wir erstmal mit. Oh, Pistolbock. Nett. Ich laufe noch mal ein Stückchen in die Richtung. Ich brauche, wie gesagt, noch Stein und. Stein und Holz. Ich brauche nämlich auf jeden Fall noch Material für noch diverse Äxte, beziehungsweise noch für den einen oder anderen Pfeil. So, und dann packen wir das mal dahin. Das können wir noch mal lernen. 74 davon. Ich glaube, dann holen wir uns noch ein paar Steine. Ich brauche wieder ein paar mehr für die Äxte. So, den mache ich noch fertig hier. Die 130. Und dann ist wieder Craften angesagt.
Weil, wie gesagt, ich möchte das Haus da unten ganz gerne haben. Zumindest für die erste Behausung. Muss natürlich gucken. So, ich mache erstmal Pfeile. Recipes, Pfeile. 66. So, da haben wir noch 41 Steine. Das sollte erstmal reichen. Und dann machen wir noch. Könnten wir 8 Stück machen. Dann machen wir erstmal 3. 3 zusätzliche Steinechse. Das muss erstmal reichen. Jo. Und wir haben schon Level 21 bei Bogen. Das ist schick. So, dann machen wir erstmal die Zombies weg. Aus der näheren Umgebung. Die werden mich sowieso nicht in Ruhe lassen. Euch hatte ich ja schon, ne? Das war ja von gerade eben. Jo. So, ja, die registrieren mich sofort. Jo. Mal eine sichere Position. Und gleich in die Fresse. So wie sich das gehört. Och, da hat sogar gereicht. Der hat gereicht. Sehr gut. Ach, verdammt. Oh, oh, da kommt noch ein dritter. So, das müsste ihm eigentlich reichen. Oh, verdammt. Schade, ich dachte, der trifft. Oh, da war knapp. Und wenn ich auch erstmal nur einen Körpertreffer bringe, aber dann habe ich wenigstens Ruhe Zeit zu zielen und ihm noch einen Kopftreffer zu geben. Ah! Es sei denn, man schießt so elegant daneben, wie ich das gerade tue. Ja, das ist natürlich hier auch schwierig auf dem Gelände. So. Jawohl. Der hat gut getroffen. Nein! Ah, reicht dir das? Ja. Sauber. Ja, schon mal im ersten Schuss. Jawoll. Sehr gut. Dich loot ich gleich schon mal. Du hast natürlich nichts dabei, ist klar. Och Mann, jetzt kommen da gerade so viele an. Ich habe so viele Pfeile wie nur auch nicht. Wie habe ich denn? Na gut, 85 ist schon recht ordentlich. Für die ersten paar Minuten. Oh, sauber. Der war schön. Tada! So, mal kurz links und rechts gucken. Da kommt noch einer, da kommt noch auch ein Wackelkorb. Ah, verdammt, der war knapp. Oh, komm, der muss aber gesessen haben gerade. Ey, der auch, komm, hör auf. Lauft nicht alle kreuz und quer. Ich will euch den Kopf schießen. Huch. Was hat der denn gerade? Ist er an der Kaktee? Ich glaube, der ist an der Kaktee. An der Kaktee gerade. Verendet, hätte ich fast gesagt. Also hier, hat er sich das Bein abgerissen. Oha, das sind mal gefährliche Kakteen. Wenn man sich hier schon das Bein abreißt, so. Oha. Ach, verdammt, ich habe mich auf den Falschen konzentriert. Super. Einer weniger. Oha,
Du hast das Essen dabei selber. Ach, da kommt noch so einer. Oh nee, da. Ach, verdammt, zu früh losgelassen. Ach komm. So, dann kriegst du noch ein paar mit der Keule. Mal ein paar Punkte abziehen. Reicht dir das? Nee, reicht dir noch nicht, ne? Der reicht ja aber. Ey, komm, das war ein Körpertreffer, Minimum. Sehr gut. Oh, so, ich glaube, da fehlen aber noch ein paar. Ich glaube, so zwei, drei Zombies waren... Tada! Worauf hat der denn gewartet, sag mal? Tuna, sehr schön. Was zu futtern. Ah, so. Dann gucken wir noch mal kurz. Hier waren wir schon zum dritten Mal jetzt. Ich glaube aber, da unten waren, wie gesagt, noch zwei, drei Zombies. Also da müssen wir aufpassen. Ich würde nämlich ganz gerne auch den Schlafsack reinlegen. Apropos, ich kann mir dann auch gleich mal einen Schlafsack craften. Eine Bedroll. So. So eine schöne Gegend. Schönes. Vor allem die Gegend als solches ist recht schön. Hier mit einem Gebirge. Schön so ein bisschen ländlich. Dann hier noch Wasser. Also ich sag mal so, fast als Basis, also generell als Endzeitbasis eigentlich schon fast optimal. Dann schon ruhig hier. Da hätte ich aber euch tatsächlich schon alle Zombies abgekillt. Da hinten ist noch eine. Ach, jetzt, gerade jetzt bewegt sie sich, weißt du? Komm her, du Uschi. Ach, verdammt. Genau, hier bin ich. Hast mich erkannt. Zack. Oh, hast es hinter dir. Bitteschön. So. Dann schauen wir mal ins Gebäude. Und es ist tatsächlich eine Forge hier. Das ist ja so geil. Da. Ah, ein Pistolbock. Naja, gut. Ja, dann würde ich mal sagen, haben wir genug Holz dabei. Dann machen wir uns gleich mal ein paar, nicht Cobblestone Frames, sondern wo sind denn die? Da, Woodframes. Machen wir uns fast gleich mit 10 Stück oder so. Können wir uns jetzt mal hier einquartieren, würde ich sagen. Ich dachte, ich höre hier mal irgendwas. So. Gleich mal einen Schlafsack legen. Gar nicht erst vergessen. Jupp. Schon hier was drin. Oh. Nichts an, aber Hauptsache eine Sonnenbrille auf. Naja. So. Die kloppen wir auch gleich mal raus, die Tür, weil die werden wir hier nicht brauchen. Das mache ich auch mal weg. Das ist ja, hört sich ja martialisch an. So. Bis. Na gut, dann scrappen wir die wieder weg. Und dann nehmen wir uns die nächste Axt. Dann machen wir hier unten nämlich erstmal zu. So wie wir es im Prinzip bei den letzten Folgen auch schon gemacht haben. Du. So. Die haben wir weg. Dann können wir den Kram noch wegmachen. Hier machen wir auch komplett zu. Das sollten wir nachher auch mal absichern. Und dann nehmen wir das erstmal hier als Basis. Als Safe Zone.
So, das haben wir auch. Das kann mal da rein, das kann da rein. Die lassen wir mal hier. Dich lesen wir auch nochmal. So, und dann machen wir hier mal zu. Und dann machen wir genau wie beim letzten Mal auch dann eben den Zugang über die Veranda, beziehungsweise hier über, nee, über den, sag mal, über den Balkon. Kein Holz. Scheiße. Brauchen mehr Holz. Nun gut, ich gehe nochmal Holz organisieren. Da können wir uns dann gleich nochmal runterprügeln. Wo machen wir das? Wir machen mal den Zugang diesmal hier. Ja, und dann würde ich sagen, soll es auch erstmal gewesen sein für die heutige Folge. Und dann sehen wir uns am Mittwoch wieder zu einer neuen Folge Alpha 15 Experimental Beef 88. Und dann würde ich sagen, bis die Tage. Macht's gut und tschüss.